Xiaomis neues Top-Top-Smartphone ist gerade frisch bei uns in der Redaktion eingetroffen und wir wollen uns heute einmal im Hands-On das Xiaomi Mi 11 Ultra genauer anschauen. Xiaomi ist aktuell der am schnellsten wachsende Hersteller der Welt. Was vielleicht auch daran liegt, dass Xiaomi einfach eine Fülle an Smartphones auf den Markt bringt und so gut wie in jeder Preisklasse ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Jetzt im März hat der Hersteller ein neues Portfolio vorgestellt, nämlich die Mi 11 Reihe. Darunter drei, ich glaube sogar vier Geräte und lange erwartet und ersehnt ein wirklich top-top-top-Gerät, das Mi 11 Ultra. Und wenn ihr jetzt schon ein bisschen firm seid auf dem Smartphone-Markt, dann werdet ihr vielleicht beim Namen etwas hellhörig, denn der klingt vielleicht so ein bisschen wie das S21 Ultra von Samsung, was ja auch bei Samsung wirklich ja, die Speerspitze der Smartphone-Modelle darstellt. Xiaomi hat sich beim rückseitigen Display übrigens eine clevere Zweitvermarktung einfallen lassen. Da haben die Chinesen nämlich einfach das Display aus dem Mi Band 5, dem Fitness-Tracker, genommen und hier hinten eingesetzt. Also wir haben hier einmal umgeben, die beiden Hälften werden zusammengehalten von einem Aluminiumrahmen, also auch ja, super edle Materialien. Und die Rückseite des Gerätes ist nicht aus schnödem Glas, nein, es ist Keramik. Und Keramik hat da den Vorteil, dass es sogar noch resistenter gegen Kratzer und Brüche ist. Genau, und im Rahmen des Gerätes, der ja aus Aluminium ist, befinden sich auch Stereo-Lautsprecher von Harman Kardon. Die haben wir schon im Mi 11 gefunden und hier jetzt also auch noch einmal. Und hier oben finden wir auch einen Infrarot-Blaster. Das heißt, wenn ihr jetzt euren TV steuern wollt über das Smartphone, dann geht das sogar auch. Man kann sich also quasi die TV-Fernbedienung auf das Smartphone legen. Und auch ganz, ganz neu im Programm bei Xiaomi ist ein Wasser- und Staubschutz, den ja, sich viele schon gewünscht haben. Da hat Xiaomi wirklich lange gewartet. Aber jetzt fürs Ultra, da muss halt auch ultra viel drin sein. Und das ist es jetzt auch. Das Gerät ist nach IP68 vor Staub und Wasser geschützt. Das Merkmal bei dem Gerät, was hier wirklich ja, offensichtlich ins Auge springt, ist diese riesige, gigantische Kameraeinheit. Einmal zum Vergleich hier das S21 Ultra. Das ist wirklich krass, muss man sagen. Und sie steht halt tatsächlich auch ein Stück weit ab. Das sind 3,6 mm. Wenn man sich das Gerät in die Tasche steckt, dann bleibt man da schon gerne mal hängen. Aber das Besondere ist vor allem dieses Display hier neben den Kameras. Und dieses Display lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen nutzen. Einmal, wenn man es auf dem Tisch liegen hat, kann man hier die Zeit ablesen, das Datum ablesen und den Akkustand. Ja, gerade für Selfies ist dieser Screen super praktisch. Ich kann nämlich hier den Screen quasi als Sucher nehmen und dann mit den beiden Frontkameras ein Foto knipsen. Sogar mit Timer. Kameraseitig verbaut Xiaomi hier einen 50-Megapixel-Sensor als Hauptkamera. Und der Vorteil des Sensors ist tatsächlich, dass er riesig ist. Das ist einer der größten Kamerasensoren, die man zurzeit in Smartphones findet. Und tatsächlich ist da Größe auch mal alles, weil die Pixel einfach größer sind. Und dadurch sollte auch die Fotoqualität in dunklen Lichtsituationen viel besser sein. Mit an Bord ist auch ein Ultraweitwinkelsensor für Landschaftsaufnahmen beispielsweise und der löst diesmal auch mit hohen 48 Megapixeln auf. Und sehr hochauflösend ist auch die neue Telekamera, die hier drin steckt und das ist wirklich ein Novum. Der Sensor löst auch mit 48 Megapixeln auf und wir haben hier eine Periskopkamera und erreichen somit einen optischen Fünffachzoom. Und wir haben so ein paar kurze Schnappschüsse schon gemacht mit der Kamera und der Sensor zahlt sich wirklich aus. Im Vergleich zum S21 Ultra ist der Detailgehalt mit der Kamera wirklich deutlich besser. Ach und falls das alles noch nicht genug ist, Videos könnt ihr natürlich auch in 8K drehen. Wer es denn unbedingt möchte und seinen Speicherplatz damit verschwenden möchte, immer zu damit. Unserer Meinung nach reicht 4K vollkommen aus.
kommen wir zum Display. Xiaomi verbaut hier ein 6,8 Zoll großes OLED-Display, das auch marktüblich in dieser Klasse mit flüssigen 120 Hertz läuft. Und das merkt man auch gerade beim Lesen von längeren Online-Texten, läuft es einfach flüssig rauf und runter, man hat keine Schlieren, also eine super Anzeige. Die Auflösung des Displays ist ebenfalls ziemlich fein mit 1440x3400 Pixeln und top ist auch, dass das Display 10-Bit Farbwiedergabe unterstützt, also neben knackigen Kontrasten auch ein super tolles farbiges Bild. Kommen wir zu den inneren Werten und hier hat Xiaomi auch keine Kosten und Mühen gescheut und verbaut wirklich alles, was geht. Der Chipsatz ist der aktuell schnellste, den man so für Android benutzen kann. Das ist der Snapdragon 888 von Qualcomm. Und Xiaomi verbaut satte 12 GB RAM, also Mobile Gaming in den höchsten Einstellungen, Multitasking mit 15 offenen Apps. Macht, was ihr wollt damit. Das Gerät geht so schnell nicht in die Knie. Ruckler werdet ihr, denke ich mal, nicht so schnell hier finden. Der Speicher ist nicht erweiterbar. Also für alle, die jetzt doch auf die Idee gekommen sind, vielleicht ein 8K-Video zu drehen, solltet ihr bedenken. Dual-SIM ist auch mit dabei und ihr surft selbstverständlich im schnellen 5G-Netz. Soweit verfügbar, soweit der Vertrag das zulässt und sogar auf beiden SIM-Slots. Wenn ihr zu Hause seid, dann steht euch schnelles Wi-Fi 6 zur Verfügung. NFC ist natürlich auch dabei für kontaktloses Bezahlen. Also wir haben hier wirklich auch aus Connectivity-Sicht eine Vollausstattung. Und vielleicht auch ein Grund, warum das Gerät so schwer ist, ist der Akku. Xiaomi verbaut einen 5000 mAh Energieriegel. Dem Gerät sollte nicht so schnell die Puste ausgehen, aber das werden wir natürlich noch genauer bei uns drüben gleich nebenan im Connect-Labor testen. Eine Besonderheit ist nicht nur der große Akku, sondern auch seine Schnellladefähigkeit. Xiaomi schafft es nämlich hier mit 47 Watt kabelgebunden und kabellos zu laden. Und das macht so schnell keiner nach. Nachdem Xiaomi jetzt lange eher günstige Smartphones gebaut hat, hat Xiaomi das mit dem Ultra jetzt tatsächlich geschafft, in das allerhöchste Smartphone-Level vorzustoßen. Und wir finden, Xiaomi hat da wirklich ein tolles Gerät zusammengestellt. Also alleine die Ausstattung liest sich wirklich, also da geht einfach nicht mehr, gerade im Jahr 2021. Kostet aber halt auch entsprechend. Mindestens 1199 Euro müsst ihr für das Mi 11 Ultra löhnen, aber dann habt ihr halt auch wirklich das Beste vom Besten. Das war's auch schon von unserem Hands-on mit dem Mi 11 Ultra. Falls euch das Video jetzt gefallen hat, gebt uns doch einen Daumen nach oben. Abonniert uns gerne, wenn ihr noch mehr solcher Videos sehen wollt. Und wir sehen uns vielleicht ganz einfach mit dem Testergebnis des Mi 11 Ultra. Denn wir schicken das Gerät jetzt gleich rüber in unser Testlabor und werden das da auf Herz und Nieren durchmessen.